Herzlich willkommen am FZI. Das Forschungszentrum Informatik ist eine Forschungseinrichtung des Landes Baden-Württemberg, gegründet mit dem Ziel, Wissens- und Technologietransfer aus der universitären Grundlagenforschung hin in die Praxis, in die industrielle Forschung zu realisieren. Am FZI engagieren sich 19 Professorinnen und Professoren des KIT aus 4 verschiedenen Fakultäten, der Informatik, der Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau und Elektrotechnik, und forschen an Themen wie zum Beispiel intelligenten Systemen, Produktionsengineering, Software-Engineering, eingebettete Systeme und Sensoren oder Informations- und Prozessmanagement. Mit dem House of Living Lab, das wir im Jahr 2012 gegründet haben, haben wir hier eine ganz neue Forschungsumgebung geschaffen, die insbesondere diese enge Zusammenführung von Wissenschaft, Wirtschaft und Anwendern realisieren soll und hier insbesondere für KMU eine besondere Forschungsumgebung bietet. Anfang der 80er Jahre gab es die breite Diskussion in Baden-Württemberg, wie denn, ob Baden-Württemberg tatsächlich mit seinem mittelständischen Unternehmenscharakter tatsächlich dem Technologiewandel gewachsen sei. Der damalige Ministerpräsident Lothar Späth berief eine Forschungskommission ein, mit dem Ziel, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das Forschungspotenzial in Baden-Württemberg stärker nutzen soll. Diese Kommission schlug dann vor, ein Technologietransferzentrum in der Informatik Hochburg Karlsruhe zu schaffen. Das war dann die Geburtsstunde des FZIs, welches nach einer kurzen Anlaufphase aus der Universität Karlsruhe dann in die Selbstständigkeit entlassen wurde. Grundsätzlich gibt es eine sehr enge Kooperation zwischen KIT und Forschungszentrum Informatik. Dadurch, dass die Direktoren am FZI Professoren am KIT sind, gibt es einen sehr, sehr engen Austausch natürlich auch in den gesamten Forschungsthemen. Das sind dann Themen, die gemeinsam bearbeitet werden, durchaus aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Themen wie zum Beispiel Software Engineering, Softwarequalität, Softwaresicherheit, Cloud Computing, Parallelverarbeitung, Multicore-Architekturen oder kognitive Systeme, Service-Robotik, kognitive Automobile. Es gibt eine sehr enge Kooperation auch in strategischen Forschungsthemen, in denen wir beispielsweise Grundlagen vom KIT weiterentwickeln und hier mit anwendungsorientierter Forschung zusammenbringen, wie zum Beispiel Multicore-Architekturen in den Fahrzeugen. Das heißt, die nächste Generation von IT im Fahrzeug. Auf der anderen Seite kooperieren wir auch sehr eng in einigen Großforschungsprojekten. Das sind zum Beispiel dann aus der SFB Humanoide Robotik, Spitzencluster, Software-Spitzencluster oder Spitzencluster Elektromobilität oder eben das Kompetenzzentrum Castell. Junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kommen ans FZI, um insbesondere in der modernen technischen Forschungsumgebung mit den spannenden Themen hier am FZI ihre Praktikum-, Seminararbeiten oder entsprechende Abschlussarbeiten durchzuführen. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit zu promovieren am FZI, an anwendungsorientierten Themen zu forschen. Der Charakter der engen Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hier am FZI ermöglicht den jungen Wissenschaftlern auch, ihren späteren Arbeitnehmer beispielsweise schon hier zu finden. Und letztendlich kommen wir als FZI hier auch in einer unserer Missionen nach, junge Führungskräfte auszubilden. Die meisten unserer Abgänger hier aus dem FZI landen anschließend in Führungspositionen in der Industrie. Grundsätzlich kann ich sagen, dass es eigentlich nur Vorteile gibt.
Man hat auf der einen Seite die Forschung im KIT, die Vernetzung auch im KIT. Das ist zum einen im Institut, in meinem Fall im Institut für Anthropomatik. Auf der anderen Seite die Vernetzung über die Schwerpunkte und Zentren des KIT und die Vernetzung mit der Grundlagenforschung auch der Kollegen. Auf der anderen Seite hat man hier im FZI die Vernetzung mit der Wirtschaft, mit Themen, die praxisnäher sind und hat die Möglichkeit, Grundlagen, die man am KIT realisiert, schafft, gemeinsam mit den Kollegen hier zu integrieren und daraus tatsächlich was Neues, was sehr Spannendes zu entwickeln, was dann auch in die Industrie transferiert werden kann. Zunächst zu meinen zwei Schwerpunkten. Aus Anwendungssicht gehört zum einen die Service-Robotik, zum anderen intelligente Fahrzeuge. Ich erwarte ganz klar in der Service-Robotik deutliche Fortschritte und neue Anwendungen in der Zukunft. Insbesondere geht es darum, dass wir interaktive Roboter in Zukunft haben werden. Roboter, die ihren Benutzer verstehen, Roboter, die Situationen verstehen, Roboter, die sich auf den Benutzer anpassen können. Das können dann zum Beispiel Roboter im Alltag sein. Wir kennen jetzt schon einige Anwendungen, wie zum Beispiel den Staubsaugerroboter, aber wir erwarten in Zukunft deutlich mehr Roboter im Alltag, bis eben hin zum assistierten Leben. Das könnte dann später auch zum Beispiel im Pflegeheim sein. Im Bereich der kognitiven Automobile erwarte ich auch einen deutlichen Fortschritt in Zukunft. Wir haben bereits heute schon Fahrzeuge mit einer Menge von Technologie drinnen. Dies ist jetzt ein sehr weit fortgeschrittenes Fahrzeug. Wir haben eine Menge von Sensoren, mit denen das Fahrzeug seine Umgebung wahrnehmen kann, aber auch verstehen kann, interpretieren kann. Wir haben Sensoren im Fahrzeuginnern, die den Fahrer beobachten, den Fahrer verstehen, bis hin zu seinem Verhalten, eben dieses Verhalten des Fahrers verstehen und sich darauf eben entsprechend einstellen können und anpassen können. Zudem hat ein solches Fahrzeug beispielsweise auch die Möglichkeit, autonom zu fahren. Und was gibt es Schöneres, als in verschiedenen Situationen, zum Beispiel bei der Fahrt auf der Autobahn, die Kontrolle an das Fahrzeug zu übergeben. Das Fahrzeug fährt autonom, automatisch eben weiter und übergibt die Kontrolle, beziehungsweise man übernimmt als Fahrer die Kontrolle. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Parkplatzsuche. Das macht keiner von uns gerne. Was gibt es Schöneres, als das Fahrzeug irgendwo abzustellen und zu sagen, such mal einen Parkplatz, park und ich hole dich, wenn ich es wieder brauche. Ein weiteres Thema, wo jetzt kognitive Automobile, autonome Automobile zunehmend Anwendung finden, ist das Thema Elektromobilität, weil wir hier gerade zum Beispiel im Bereich automatisches Parken und Laden entsprechend automatische Funktionen haben, die dem Fahrzeug nutzen.